The loss of his son was too much for King Leoric. I did what I could to ease his madness, but in the end, it overcame him. A black curse has hung over this kingdom from that day forward. But perhaps, if you were to free his spirit from his earthly prison, the curse would be lifted. Ja, natürlich. Machen wir doch auch noch so nebenher, ne? Wenn wir schon beim Aufräumen sind. No. Vielleicht hat Farnham uns noch was dazu zu erzählen. And a fellow drinking tea? I don't care about that. Listen, no skeleton is gonna be my king. Leoric is king. King! So you hear me? Hail to the king! Naja, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Bei Adriana vorbeizuschauen und zu fragen, ist mir jetzt ein bisschen weit, bin ich ehrlich, obwohl die sicherlich auch was Interessantes zu sagen hätte. Jillian, ach komm, mit der Hübschen können wir doch nochmal ein Schwätzchen halten, ne? How may I suffer? I don't like to think about how the king died. I like to remember him for the kind and just ruler that he was. His death was so sad and seemed very wrong somehow. Ja. Also, viel Erhellendes hat, Jillian dazu leider nicht beizutragen, aber ich glaube, das ist auch nicht so recht ihre Aufgabe hier. Na, sie hat andere Vorteile, ne? How may I serve you? Ja, da würde mir schon was einfallen. Und nicht nur mir. Aber egal, wir haben hier Arbeit zu tun. Zack. Ja, das, den F6 müssen wir dann immer ausrüsten, je nachdem, was wir gerade für einen Stab in der Hand haben. Deswegen packe ich mir hier, glaube ich, erstmal einen Feuerball drauf. So, also auf geht's in den dritten Level. Das Grab King Leorics wartet auf uns. Das Grab eines wahnsinnigen Königs. Was doch mal wieder hier Story, die einen anhaucht, ne? So, erstmal räumen wir hier aber ein bisschen auf. Und erkunden, in welche Richtung es geht. Okay. So. Gut, scheint sich der Cleaver nicht unbedingt gegen Skelette zu machen. Da ist vielleicht eine Keule oder der Säbel wäre besser gewesen. Ich hätte natürlich auch gucken können, ob ich jetzt mit der zusätzlichen Stärke nicht eine bessere Rüstung tragen kann, wenn ich schon nicht mit dem Schild unterwegs bin. Okay, schauen wir nochmal, wie wir uns hier anstellen. Okay, doch. One-Hit-Kill. Das wird uns wahrscheinlich noch zugutekommen. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir halt die Skelette möglichst oft und schnell damit treffen. So, und der Level ist ja anscheinend so gebaut, dass es eher in eine Richtung weitergeht. So, ich blockiere mal die Tür. Dann kann ich nämlich jeweils nur ein Skelett angreifen. Oh, schauen, sind hier noch weitere? Nee, hier unten ist auch weiter nichts. Ah, und da kommen sie schon. Zack, sehr schön. Also das Fleischermesser oder das Hackebeilchen bewährt sich hier doch, muss ich sagen. Ne, gefällt. Auch für einen Zauberer. Eine geeignete Waffe jedenfalls hier erstmal in diesem Bereich. Das wollen wir mal sehen. Jawoll. Auch bei den Zombies oder Rotting Carcasses, wie sie hier genannt werden. Schneidet das Ding einfach auch durch das verfaulte Fleisch. So. Und den haben wir kurz eben gegrillt. Zack. Und dann haben wir uns wieder geheilt. So, wie geht's nun weiter? Oh ja, okay, hier schauen wir mal rein. Zack, den ersten fertig gemacht.
Du kriegst auch noch das Fleischermesser zu spüren. So, abgesehen von dem brennenden Pfahl ist hier nichts weiter drin. Oh oh. So mehrere Gegner mag ich eigentlich gar nicht. Das ist nicht mein Stil. Beziehungsweise, die müssten dann erstmal anders fertig gemacht werden. So. Schauen wir mal, was die hier inzwischen fallen gelassen haben. Hier sehe ich Geld, Gold. Da ist noch mehr was. Das ist auch so eine Sache, dass man hier nach der Beute relativ, relativ suchen muss. Es gibt noch nicht diese Funktion zum Highlighten. Das kam erst in Diablo 2. So. Oh ja, wenn ihr schön weiter einzeln so kommt, dann werde ich ja auch gut mit den Skeletten fertig. So. Und auch mit euch kleinen Carvern. Zack. No. Die werden dann gleich fertig zubereitet, in handliche Portionen unterteilt. So, hier haben wir angeklopft. Zack. Und was haben wir hier Schönes? Ein Büchlein, Book of Town Portal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den Spruch kann ich natürlich wunderbar gebrauchen. Na, damit gehört das Herumlaufen durch die Level, bis man wieder nach oben ist, erfreulicherweise der Vergangenheit an. So, den rüsten wir uns hier mal noch auf. Scroll of Firewall. Müssen wir mal gucken, ob und wo wir die noch einsetzen können. Griffbereit habe ich sie jedenfalls. Und dann schauen wir hier mal weiter. Ganz vorsichtig mal hier um die Ecke rumgucken. Zack, okay. Das ist mir hier zu ruhig. Okay, hier haben wir den Abstieg in den nächsten Level. Ja, und da habe ich eine Potion of Mana übersehen. Fast jedenfalls. So, ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier so vorsichtig rumlatsche. Wer es kennt, den Skeleton King aus dem ersten Teil von Diablo, der weiß warum. Ja. So, nehmen wir uns hier mal wie Zauberer. Ach, komm schon. Stirb. Das ist da, sollte man immer drauf achten, beziehungsweise arbeite ich immer dran, dass ich also möglichst immer meine Gesundheit voll aufgefüllt habe. Man weiß nie, was einem so begegnet. Und im entscheidenden Moment ist es dann mitunter zu spät, da was zu tun. So, ich glaube, hier sind wir soweit durch. Dann können wir uns mal daran machen, diesen Gang hier zu erkunden. Diesen Säulengang. Dahinter ist also auch noch ein großer Raum, so wie das aussieht. Na, ihr wisst ja, ich mache es bei Minecraft genauso. Da achte ich auch immer drauf. So, als wäre hier noch was. Genau, da haben wir noch eine Scroll of Town Portal. Sehr schön. Wo ich zwar jetzt den Spruch beherrsche, so eine Scroll nehme ich da doch immer gerne mit. So, den haben wir auch schön zerlegt. Okay, da haben wir weitere Carver. Und mal sehen, wie... Ach, das sind schon wieder...
Immer schön einen nach dem anderen, ne? Okay. Zack. Und weiter geht's. Ich gehe noch was rum. Sieht nicht so aus. Ich erforsche erstmal den großen Raum hier. Oh, da hinten sehe ich einen Lightboss. Ich glaube, den haben wir aber erledigt. Oh, der ist da ein bisschen zu häufig durch die Firewall gelaufen. Jawohl, da liegt er. Gegrillt. So, schönes Blade. Okay, haben wir noch Scroll of Identify dabei? Nein. Und wir sind auch noch nicht so voll geladen, dass wir hier... wieder zurück an die Oberfläche müssen. Wir können uns also hier noch aufhalten. Momentchen mal. Town Portal ist vielleicht nicht die verkehrteste Idee, das bereit zu halten. Hinterlist und Tücke. Denn vielleicht werde ich die noch gebrauchen. Ich hätte dann nämlich eine Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, hier in den Level zurückzukehren. Einmal über die Treppen, einmal durch das Town Portal. Und das ist eine Option, die ich hier vielleicht nutzen werde. Auf die ich vielleicht sogar angewiesen sein werde. Oh, deswegen Obacht, aber erstmal schauen wir hier weiter. Was treibt sich hier für Volk rum? Oh, jede Menge Skelette. Ein Skelettboss, Broken Head Bang Shield. da sehen wir doch erstmal zu, dass wir euch durch die Gitter hinweg etwas dezimieren. Na, dafür ist der Krempel hier schließlich da, den ich mit mir rumschleppe. So. So, auch du reagierst ja hier auf die Blitze, deswegen. Beziehungsweise, wir können mal gucken. Ah, es ist Zeit, hier den Krempel auch einzusammeln. Okay. Den haben wir hier gedengelt. So, da haben wir hier noch einen Buckler. Schön. Und, den haben wir sogar mit dem Stab weggeprügelt. Ich sollte eigentlich dann mal wieder hier umrüsten. Ach nee, den kann ich... Ach, das ist ja der... So. Ah, allzu viel Platz im Inventory haben wir hier auch nicht mehr. Aber erstmal hier alles aufsammeln. Die Robe zum Beispiel, die werden wir nicht mitnehmen können. Aber hier sieht es soweit aus, als ob hier... nichts weiter wäre, außer Leichen, Beute. Ah, man sieht also, dass ich hier gewesen bin. Scroll of Firewall, eine schöne, sehr schön. Kann man auch nochmal. Ah, da ist noch eine Tür, die kleine Kammer rein. Hier haben wir noch Guild. Ah, eine magische Robe. Schauen wir mal, was war sonst. Ja, gut, hier habe ich natürlich meine Stäbe. Könnte durch Umsortieren hier mehr Platz schaffen. Allerdings nicht so viel, dass ich die Robe reinkriege. Ne? Wenn ich also hier die Keule nehme, dann kann ich nämlich den Buckler nehmen und kriege hier eine Spalte mehr Platz. Die Robe ist aber zwei Spalten breit. Von daher bringt mich das hier leider nicht besonders weit vorwärts. deswegen werde ich mir hier schon mal einfach Town Portal hinstellen. Denn die Robe will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die muss noch identifiziert werden. Aber hier... Ach, der hat die Fässerfalle gleich zerblasen.
Ach ja, so ein Hackbällchen ist doch was Schönes. Ne? So, auch wenn ich das nicht besonders schnell schwinge, ne, der Held würde diese Waffe natürlich sehr viel schneller schwingen und könnte damit auch sehr viel effektiver arbeiten. Ich als armer, kleiner, schwächlicher Zauberlehrling, ne, bin da ein bisschen überfordert.